Moin Sportskameraden, euer Göcki am Start und ich schmier mir gerade so ein bisschen die Fresse hier ein. Ist mal ganz wichtig, so ein bisschen Lichtschutzfaktor hier bei der Sonne. Ich bin schon ordentlich braun geworden, richtiger Brownie. Und ja, wir sind hier gerade auf einer tollen Yacht, fahren ein bisschen raus aufs Rote Meer. Und zwar wollen wir genau da hinfahren, wo ein paar coole Fische sind, ein paar Rochen. Und zwar gehen wir schnorcheln. Und ja, ein Göcki hat immer ein bisschen Respekt, dass dann doch vielleicht so ein Hai mal angeschwommen kommt. Aber ich sag mal so, das gibt immer gute Aufnahmen und wenn ich da irgendwie einen Arm abgebissen bekomme, kommt das immer gut für die Klicks. So, jetzt hoffe ich, sind wir gleich da. Dann stürze ich mal mich ins Wasser und dann wird es auch mit der GoPro auf der Birne ein paar lustige Bilder geben und seid gespannt. Also ich sag mal so rein, wenn ich ihn da drüben so stehen sehe, also vom Body her passt er schon ganz gut so in die ein oder andere Sportart, aber ich glaube so diese, ja, gegen... Wenn man gesehen hat, was beim Ringen passiert ist, so die letzten technischen Finessen, die fehlen mir doch noch. Bitte? So, ja sicher, hier sieht man im Hintergrund gleich einen riesen Korallenriff. Da gehen wir jetzt gleich schön schnorcheln und habt alles dabei, schön Equipment. Und wahrscheinlich gibt es ein paar Rochen zu sehen, Moränen und so weiter und so fort. Da hinten sind wir schon am Start. Ich bin mal wieder spät dran. Ich muss jetzt hier reinjumpen. Die GoPro ist natürlich auch dabei und vielleicht kriegen wir ein paar tolle Unterwasseraufnahmen. Ja, schauen wir einfach mal, nicht? It's such a happy day, I'm singing a song. In such a happy way, come on, sing along. It's undeniable how a smile can change your view. So put a great big smile on you. Such a happy day, I'm singing a song. In such a happy way, come on, sing along. It's undeniable how a smile can change your view. So put a great big smile on you. In such a happy way, come on, sing along. It's undeniable how a smile can change your view. So put a great big smile on you. So, das Rumgeschnorcheln ist vorbei, hat Spaß gemacht. War ein bisschen, bisschen Strömung, war wellig, ne? Aber hat immer lustig, ein bisschen Salzwasser geschluckt, einmal ein bisschen durchgespült, die Fratze. Und ja, jetzt gehen wir zurück hier, fahren mich mit meinem Buschken und ich hoffe, das Essen ist fertig, weil so lange wir verhungere ich. Ja, der Katabol ist fortgekommen, die Muskeln verschwinden langsam, wenn jetzt nicht langsam was zu essen auf den Tisch kommt. Los. It's such a happy way, come on, sing along. It's undeniable how a smile can change your view. So put a great big smile on. Zu AC Milan. So, Sportsmann, wir sind hier beim Fußballturnier. Hier ist ein kleines Presseteam, die anderen sind natürlich alle Weltklasse-Sportler und meine Hüfte ist ein bisschen, sag ich mal, kaputt nach dem Kampf gestern mit dem Vize-Weltmeister im Ring, bin ich schon draufgeschmettert. Ja, gucken wir mal, was jetzt noch geht heute. Ein bisschen hat gegen die Schmerzen reingepfiffen. Wetter ist natürlich traumhaft zum Fußballspielen und jetzt machen wir hier ein bisschen, schauen wir mal, ob das geht. Ne?
Friedhelm Funkel hier neben mir, Sie können auch im Urlaub nicht abschalten, also müssen wir ein bisschen Sport machen. Gehört das dazu? Erstmal gehört das dazu. Und zweitens, über den Club, da duzt man sich. Genau. Ja, das heißt, du musst mich duzen. Okay. Christoph, genau. Alles klar. Und nein, das gehört einfach dazu. Und es macht unheimlich viel Spaß hier im. Und das sieht sehr gut aus. Jawohl, das ist der Wahnsinn. Und da ist das Ding schon drin. Und der FC Bayern geht in Führung. Kann die Sonne natürlich knallen? Nein, das ist völlig egal. Völlig egal. 35 Sekunden, das ist nicht zu glauben. So, jetzt muss der Arzt liegen. Wenn du Schnurrer bist, macht dir die Sonne nichts, dann macht dir der Schnee nichts, dann macht dir die Kälte nichts. Und hier ist es einfach optimal und wunderschön. Genau, deswegen gibt es genug. Und dann kann man sich natürlich auch wieder am Strand entspannen von dem Fußball. Ja, das habe ich natürlich heute Morgen gemacht. Ja. Ich habe mich herrlich entspannt, bin ein bisschen geschnorchelt, habe ein bisschen geschwommen, habe schön ein bisschen Mittag gegessen. Und jetzt wollen wir mit unserer Mannschaft so gut wie möglich abschneiden. So, auch die Doktoren spielen hier mit. Ich wünsche euch viel Erfolg. Dankeschön. Vielen Dank und alles Gute. Und gleichfalls alles Schöne. Danke. Gute. Dankeschön. Zu weit, aber durchgestellt. So muss man hier neben Sebastian Helmer, Sky-Moderator, wie war das Fußballturnier? Anstrengend, ne? Also das ist ja ein Brutkasten. Ich würde mal sagen, 40 Grad Außentemperatur und hier kommt dann alles zusammen in diesem Kessel. 50 Grad. Man muss fit sein, aber wir kriegen es hin und wenig Faust. Wenig Faust. Man darf ja auch nicht grätschen, ist auf jeden Fall verboten. Ich grätsche viel, aber die Blutgrätsche. Ich habe auch meine Eisenstollen an, sieht man aber jetzt schlecht. Das Interview natürlich abgeschraubt. Ja, klar. Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Wie schätzt du die Siegchancen ein für dich? Also bist du ja auch immer an den Profis dran. Für dein Team sehr schlecht, für mein Team sehr gut. Nein, wir haben eine ganz gute Mannschaft, muss ich ehrlich sagen. Ja. Wir haben letztens ein bisschen gehabt so mit der Zusammenstellung. Und dieses Jahr, Linda spielt bei uns, eine sehr gute Fußballerin. Also es gibt nur einen, der das Ding rockt und das sind wir, die Roten. Sebastian, schönen Urlaub dir noch. Viel Spaß. Hat Spaß gemacht. Sei nicht traurig. Nee, nee, Quatsch. Danke. Ciao, ciao. Schöne Fußballturnier in Zummerbee in Ägypten. Ich habe eben ein kleines Gespräch mit Görki geführt. Ich glaube, er ist etwas kleiner geworden in den letzten Tagen. Mag auch an den vielen Zweikämpfen liegen. Also heute noch einen schönen Tag hier bei YouTube, beim Görki-Channel. Und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ist das genau. Ja, liebe Sportskameraden, ein weiterer schöner Tag hier in Soma Bay in Ägypten geht zu Ende. Bald geht's mal wieder zurück nach Berlin. Es ist kalte Berlin. Hier sind echt schöne Tage und tolles Wetter. Ich hatte hier gerade unten am Strand noch ein Interview mit Gerd Schönfelder, der erfolgreichste Paralympics-Teilnehmer aller Zeiten. Er hat sehr, sehr motivierende Worte auch für euch gefunden und ihr könnt euch auf jeden Fall auf das Interview mit ihm freuen. Ist eine sehr, sehr tolle Persönlichkeit und wie man hier schon sieht, ist schon das Abendmahl gleich vorbereitet, überall Tische. Da hinten wird wahrscheinlich gleich das Buffet stehen. Diese weißen Gewänder, die Herren hier vorne gerade schon anhaben, muss ich wahrscheinlich auch gleich tragen. Und dann gibt es noch so eine schöne Party hier am Strand mit Farben, die dann irgendwie hochgeschossen werden. Und ja, ich freue mich auf das Essen. Die Tage sind immer lang und anstrengend, neben dem Sport auch viel Arbeit. Aber ich glaube, bei so einer Location hier macht man das sehr gerne. Und ja, ich hoffe, euch hat auch dieser kleine Vlog hier gefallen. Bis zum nächsten, euer Görki. Thank you.